Uns sind ja zwei Damen zugelaufen, letztes Jahr, vor knapp einem Jahr. Und ich habe beide, weil ich beide nicht unterscheiden kann, Shelly O'Brien genannt. Also eine Shelly und die andere O'Brien. Und siehe da, eine von den Shelly O'Briens hat Küken. Ja, gucke mal. Sie hat kleine Küken. Wer also die Patenschaft von den beiden großen, dicken Shelly O'Brien übernehmen möchte, hat auch gleichzeitig drei Küken. Die sind nämlich noch frei. Genau, da ist die andere Dame. Die gehören zusammen, die sind zu zweit hier aufgetaucht. Ich gehe mal nicht so dicht ran, dann ist sie gestresst. So kleine, kleine Knuffelbälle. Grünleger sind das, die legen grüne Eier. Und die kleinen grünen Eier habe ich noch vor einer Woche geschiert, also mit einer Lampe reingeguckt und habe gedacht, die sind abgestorben. Habe alle drei liegen lassen, zum Glück. Und tatsächlich, heute Morgen, die haben auch ein gutes Gefühl dafür, die Hühner. Meine Augen sehen nicht das, was die spüren. Auf jeden Fall hat sie drei Küken. Also, Leute, wer hat Lust auf Shelly O'Brien? Shelly und O'Brien. Die zwei im Doppelpack plus die drei Küken dazu. Ja. Naja, ich freue mich, weil es ist eine hübsche, hübsche, dicke, auch ruhige Rasse. Die gehen auch nicht vom Hof, also die kamen und blieben und keiner weiß woher. Okay, tschüss.